Die Bildsprechstunde mit dem Kinderarzt Dr. Martin Karsten und der Gesundheitsfrage: Sind alle Impfungen für Kinder notwendig? Wenn heutzutage ein Kind vollständig geimpft ist und die Eltern haben Fieber, kann man die Eltern eigentlich beruhigen. Die Wahrscheinlichkeit, eine schlimme Krankheit zu kriegen und schlimme Infektionskrankheiten sind bakterielle Hirnhautentzündung, bakterielle Lungenentzündung oder schlimme Knochenhautentzündung, diese drei. Das ist dann nahezu unmöglich, dass die Kinder es haben. Und durch die Impferei ist ja auch die Kleinkindersterblichkeit total gesunken. Ich rate immer dazu, diese Standardimpfung zu machen. Das sind notwendige Impfungen, die sind lange erprobt und die sind für die Kinder wirklich wichtig und die sind auch gut. Corona-Infektion, gerade bei kleinen Kindern, ist relativ harmlos. Impfungen sind bei Kindern zwischen 0 und 18 Jahren nicht nötig, es sei denn, man hat ein Risikokind, also Kinder mit Trisomie 21 oder schweren Herzfehlern. Aber für die normalen Kinder ist das sicher nicht nötig, weil die Krankheit völlig harmlos ist und kurz verläuft. Anders ist es bei der echten Grippe, aber damit ist die Influenza gemeint. Die Kinder haben plötzlich hohes Fieber, 40 Grad, sind eine Woche schwer krank. Und dagegen kann man impfen mit einer Grippeimpfung. Und wenn man diese schlimme Infektion wie eine echte Grippe verhindern kann, tut man den Kindern was Gutes. Und vor allen Dingen, gerade bei Grippe haben wir den Fall, dass Kinder die Treiber der Pandemie sind. Kinder bringen die Grippe in die Familien. Also wenn wir unsere Kinder schützen, schützen wir gleichzeitig auch die Oma. Die dritte Infektionskrankheit sind diese RSV-Viren. Das sind, wo die Kinder ganz schlimme Luftnot kriegen. Das sind besonders kleine Kinder und auch Frühgeborene gefährdet. Dagegen gibt es jetzt auch neuerdings eine passive Impfung, aber die sind noch nicht zugelassen. Da muss man einfach aufpassen, dass die Kinder jetzt vielleicht, wenn es in einem Kindergarten ist und man hat ein Neugeborenes zu Hause, dass man dann die Kinder sozusagen dann nicht in den Kindergarten gibt und so die Familie davor schützen kann.